freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir widmen heute unsere Liebe und Aufmerksamkeit unseren Rücken. Oft haben wir eine ganz schlechte Sitzhaltung, wenn wir stundenlang am Schreibtisch sitzen, sacken in uns zusammen, haben einen Buckel, was dazu führt, dass wir oft sehr verspannt sind. Genau deswegen stärken wir unseren Rücken heute und öffnen ihn einmal in die andere Richtung. Lass uns beginnen. Komme erst einmal auf deinen Rücken, leg dich hin, bring die Knie zur Brust heran. Dann umarme dich hier selber, mache dich zu einem kleinen Ball, den Rücken ganz rund. Wenn du magst, schwing von einer Richtung zur anderen, um den Rücken schon mal zu massieren. Dann platziere beide Hände auf deine Knie und ziehe hier Kreise mit den Knien. Voneinander weg und wieder zueinander hin, in unterschiedliche Richtungen. Schau einmal, was mit deinem Rücken passiert, wenn du die Knie zueinander bringst und wieder von dir wegschiebst. Wechsle hier die Richtung. Auch hier ist dein Fokus auf dem unteren Rücken. Lasse deine Knie nun beieinander und gemeinsam in eine Richtung Kreise ziehen. Die Kreise kannst du groß oder klein machen, schnell oder langsam. Ganz was dein Rücken gerade braucht. Schau auch hier, was sich verändert in der Bewegung. Und dann wechsle auch mal die Richtung. Dann strecke deine Beine aus, flexe deine Füße, streiche an der Rückseite der Beine entlang, zieh die Beine näher zu dir heran. Und dann beuge die Knie. Achte darauf, dass die Fußinnenflächen gerade nach oben zeigen Richtung Decke und ungefähr 90 Grad in den Kniebeugen. Halte deine Hände dabei entweder an den Unterschenkeln, an den Knöcheln oder sogar vielleicht an den Füßen. Entweder an den Außenkanten oder du nimmst zwei Finger und greifst deine großen Zehen. Zieh die Knie dabei näher zu dir heran. Wir sind hier in unserem Happy Baby. Tiefe Atmung in die Hüfte hinein. Der Rücken bleibt dabei ganz flach auf dem Boden. Ganz egal, wo deine Hände liegen, ob an den Beinen oder an den Füßen, wackle nun von einer Seite zur anderen. In dieser Position massieren wir wieder den unteren Rücken, haben gleichzeitig eine angenehme Hüftöffnung. Während des gesamten Flows ist dein Fokus bei deinem Rücken. Setze dir hier die Intention und das Ziel, auf deinen Rücken zu hören und ihn zu achten. Beuge die Knie zur Brust heran, streck dein rechtes Bein aus und lasse dein linkes Knie bei deiner Brust. Dann schieb dein Knie über den Körper hinweg zur anderen Seite. Aber nur so weit, bis sich die Schulter auf der linken Seite von der Matte lösen möchte. Wir gehen nicht weiter. Strecke den linken Arm aus, fühl mehr Dehnung in der Seite, blick nach links zu deiner Hand. Die rechte Hand zieht dabei weiter in die Dehnung hinein. Diese Position ist ganz wunderbar, um deinen Rücken wieder zu entlasten. Atme tief in die Seite. Wechsle nun die Seiten. Komm auf den Rücken zurück. Bring erst das rechte Knie zur Brust heran. Und dann schieb es auch hier über den Körper hinweg, diesmal zur linken Seite. Deine Hand hilft dir, das Knie wieder tiefer zu ziehen. Der rechte Arm ist ausgestreckt, dein Blick geht auch zur rechten Seite. Lange und tiefe Atemzüge. Einatmung. Ausatmung. Lass los. Komme nun wieder in die Mitte zurück. Stelle deine Füße auf und dann mache den Diamanten mit deinen Händen. Den platzierst du unter deinen Steißbeinen an den unteren Rücken. Übst viel Druck in Hände und Unterarme aus und kommst so sicher nach oben ins Sitzen mit deinem schönen geraden Rücken.
setze dich hier in den Schneidersitz. Dein Rücken zieht auch hier gerade nach oben. Roll die Schultern über die Ohren und zurück. Mit der nächsten Einatmung öffnest du dein Herz nach vorne. Und dann beginnst du hier Kreise mit der Wirbelsäule zu ziehen. Einatmung, jedes Mal öffnest du dich nach vorne. Ausatmung, geh in den Buckel nach hinten. Richtung Wechsel. Ganz genüsslich hier, ganz geschmeidig. Schau, wo in deinem Rücken Verspannung sitzt, der Schmerz sitzt. Schicke dort ganz viel Liebe hin, ganz viel Aufmerksamkeit. Pendle dich nun langsam wieder ein, neutraler Rücken, und dann verschränke die Hände hinter deinem Hinterkopf und zieh die Ellenbogen nach unten zueinander hin. Wir haben hier eine intensive und angenehme Dehnung im Nacken. Löse die Pose auf. Dann bring dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Die rechte Schulter bleibt unten. In die Mitte zurück, wechsle die Seiten, lass dein linkes Ohr zur linken Schulter fallen. Wenn du magst, dann gebe dir hier eine Massage. Stelle nun die Hände hinter dir auf, geh ins Hohlkreuz, lass den Kopf ganz sanft nach hinten sinken. Öffne dein Herz nach vorne. Öffne den Rücken. Ausatmen, bring die Hände vorne herum und dann umarme dich selber. Kinn kommt zur Brust nach unten, wir gehen in den Buckel. Von hier kommst du zurück ans Ende deiner Matte, in den Fersensitz. Einatmung, komm auf die Knie nach oben, streck die Arme lang und dann platziere deine Hände mit der Ausatmung an deinen unteren Rücken. Wir wollen von hier ins Kamel gehen. Das Kamel ist sehr intensiv für den unteren Rücken, deswegen achte hier wirklich drauf, dass du nicht zu weit gehst. Schiebe die Hüfte nach vorne, geh ins Hohlkreuz. Und entweder bleibst du hier oben und hältst die Hüfte weiterhin genau über den Knien, oder vielleicht kannst du sogar mit den Händen an die Fersen kommen. Aber auch hier gilt, die Hüfte schiebt nach vorne, ist genau oberhalb von den Knien. Wenn du im kompletten Kamel bist, dann sinkt dein Kopf ganz sanft wieder nach hinten. Respektiere deinen Rücken. Schau wirklich nur, wie weit kann ich gehen? Wo ist meine Grenze? Wenn du ganz unten bist, lege eine Hand nach der anderen wieder an den unteren Rücken. Wir setzen uns erstmal wieder in den Fersensitz mit einem neutralen Rücken. Und dann komm zurück in die Haltung des Kindes nach unten. Beugen den Rücken einmal in die andere Richtung. Lassen ihn schön rund. Wenn du magst, kannst du auch hier deinem Rücken etwas Liebe schenken mit einer kleinen Massage. Wir geben dem Rücken hier eine kleine Pause nach der intensiven Öffnung. Dann bring die Knie mattenbreit auseinander. Die Fußspitzen bleiben beieinander. Wir kommen nach unten in die breitbeinigere Haltung des Kindes. Der Rücken hat hier mehr Platz, sich zu öffnen, weil wir mehr Platz zwischen den Hüften haben. Genieße diese Öffnung. Oberkörper sinkt ganz schwer in Richtung Matte. Der Rücken ist schön lang gestreckt. Jeder einzelne Wirbel wird in die Länge gezogen. Ganz angenehm. Ganz entlastend. Komm schließlich nach oben auf alle Viere. Die Hände unterhalb der Schultern, die Knie unterhalb der Hüften.
Knie hüftbreit aufgestellt. Einatmung, öffne dein Herz nach vorne in die Kuh. Und dann schieb ein Wirbel langsam nach dem anderen. Am Schluss erst kommt der Kopfwirbel hinzu in den Katzenbuckel. Mit der Einatmung öffnen wir uns wieder in die andere Richtung. Mit dem unteren Wirbel zuerst, am Schluss kommt der Kopfwirbel hinzu in die Öffnung. Ausatmung in den Katzenbuckel, Kinn zur Brust heran. Einatmung, öffne das Herz nach vorne. Mit deiner nächsten Ausatmung legst du dich ab in die Haltung des Kindes. Einatmen, rolle dich nach vorne auf und bewege hier deine Wirbelsäule so, wie du es gerade brauchst. Es gibt kein richtig, kein falsch. Hier zählt einfach nur deine Intuition und was dein Rücken gerade benötigt. Wir machen ihn hier warm, beugen und strecken ihn in jede einzelne Richtung. Du kannst sogar nach vorne schon in den heraufschauenden Hund kommen oder zurück in die Haltung des Kindes. Die Kreise wieder klein ziehen, achten ziehen, ganz wie du magst. Du bist hier ganz frei. Durch diese intuitive Bewegung lernen wir die Zeichen des Körpers zu deuten und können uns dementsprechend bewegen. Ausatmung, setz dich schließlich wieder nach hinten in die Haltung des Kindes. Knie diesmal beieinander, der Rücken ist rund. Einatmung, roll dich nach oben auf alle Viere. Finger weit aufgespreizt. Strecke dein linkes Bein aus, Hüften waagerecht. Der rechte Arm kommt mit dazu. Halte hier oben. Achte auf eine feste Körpermitte. Mit der Ausatmung bringst du Knie und Ellenbogen aneinander. Einatmung strecken. Ausatmung Bauch festmachen, Knie und Ellenbogen beieinander. Achte hier auch immer drauf, dass dein Arm und dein Bein nicht absinken, sondern jedes Mal bei der Öffnung nach oben ziehen. Dann bring deinen rechten Arm nach unten, dein Knie nach unten. Dann Außenrotation der Schultern. Ellenbogen zeigen nach hinten, am Körper entlang. Chaturanga nach unten. Leg dich auf den Boden ab. Platziere deine Finger nach vorne, vor dir auf die Matte. Stell die Fingerspitzen auf. Dann schieb dich nach oben in die Öffnung. Ausatmung, leg dich wieder ab. Gleichzeitig schieben deine Hüftknochen in die Matte hinein. Versuche die Anspannung aus dem Po zu nehmen, sodass die Kraft aus dem unteren Rücken kommt. Einatmung öffnen, Ausatmung sanft wieder ablegen. Ein letztes Mal Einatmung anheben, bleibe hier, strecke die Arme aus. Die Füße sind mattenbreit auseinander. Dann Ausatmung, leg dich ab, drück dich hoch. Komm zurück auf alle Viere. Wir wechseln die Seiten. Diesmal strecke dein rechtes Bein aus und deinen linken Arm. Hüften wieder waagerecht lassen. Erst eine stabile Mitte finden. Ellenbogen und Knie kommen zueinander. Fester Bauch. Ganz viel Stabilität hier in der Pose. Einatmung strecken und dann Ausatmung bringen beides wieder zurück auf die Matte. Außenrotation der Schultern, Ellenbogen nicht zur Seite, sondern am Körper entlang, leg dich hier ab. Und dann strecke deinen linken Arm aus und schiebe dich auf die linke Schulter. Stell deinen Fuß entweder hinter dir auf oder greife einmal mit dem Arm hinten herum und versuche deinen Fuß zu greifen und näher zum Po heranzuziehen. Somit hast du gleichzeitig eine schöne Dehnung im Oberschenkelmuskel.
Komm nun auf den Bauch zurück. Und dann beuge beide Knie, flexe die Füße, greif nach hinten zu deinen Knöcheln. Entweder erstmal ein Bein oder vielleicht schon mit beiden Beinen. Einatmung, heb dich an. Und wenn dir die Pose zu intensiv ist, dann mach die Übung erstmal nur mit einer Seite. Ausatmung, löse. Strecke den rechten Arm aus, schieb dich auf die rechte Schulter. Stelle deinen Fuß hinter dir entweder auf oder greife wieder zu deinem Fuß. Zieh näher zum Po heran. Halte hier. Genieße die Dehnung in der Schulter und gleichzeitig im Bein. Komm auf den Bauch zurück, entweder nur wieder einbeinig, diesmal die andere Seite oder wieder mit beiden Füßen. Heb dich an, so hoch es geht, die Füße ziehen zueinander, das Herz öffnet nach vorne. Pointe die Füße, leg deine Beine langsam ab, stell die Hände auf und schieb dich zurück nach oben und zurück in die Haltung des Kindes. Nächste Einatmung, roll nach oben, stell die Knie hüftschmal auf, dann bring die Hände nach vorne an den Anfang der Matte und sink mit deinem Oberkörper nach unten Richtung Matte. Wie vorhin bleibt auch die Hüfte hier über den Knien, rollt nicht nach vorne oder zurück, nur der Oberkörper beugt sich nach unten Richtung Matte. Bring die Handflächen aneinander, beuge die Arme und platziere die Hände hinter deinem Hinterkopf für eine noch intensivere Öffnung in den Schultern. Komm nach oben auf die Hände zurück, streck den linken Arm aus, fädle ihn einmal hindurch, leg dich hier auf der Schulter ab, kommt der rechte Arm oben herum und dann platziere deine Hand, wenn du kannst, an deinen Oberschenkel. Halte dich hier fest. Wir sind in einer schönen Drehung durch den ganzen Rücken hindurch. Wir wechseln die Seiten. Rechten Arm ausstrecken, auf der rechten Schulter ablegen. Dann bring wieder deinen Arm hinten herum. Halte dich am Oberschenkel fest oder halte die Pose auf der Matte. Genieße die Dehnung, die Öffnung durch den gesamten Rücken. Vor allem nach einem langen Tag, den man am Schreibtisch verbracht hat, ist diese Übung besonders effektiv. Löse die Pose vorsichtig wieder, heft die mit den Händen nach oben. Komm noch einmal in die Haltung des Welpen zurück und dann erneut in die Haltung des Kindes. Hierbei strecken die Arme weit nach vorne. Der Rücken ist lang, in einer Linie mit den Händen. Nächste Einatmung. Roll wieder nach oben, stell die Zehen auf, heb die Knie an, schieb dich zurück in einen herabschauenden Hund. Und dann lauf hier Stück für Stück nach vorne an den Anfang der Matte. Regel Nummer 1 bei der Vorwärtsbeuge ist ein gerader Rücken. Deswegen lass die Knie ruhig gebeugt, dass dein Rücken gerade bleiben kann und noch mehr Platz hat. Schwing von einer Seite zur anderen, greif die Ellenbogen, mach dich lockerer und zieh dich eventuell auch nochmal tiefer in die Dehnung hinein. Einatmung, roll dich nach oben auf ins Stehen, in dein Tadasana. Handflächen nach vorne geöffnet, dann Einatmung,
Heb die Arme an, greif mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk. Den linken Fuß bringst du einmal hinten herum und dann zieh dich zur rechten Seite. Die Dehnung in deiner gesamten linken Flanke ist ganz tief, ganz angenehm. Wechsle die Seiten, den Fuß hinten herumbringen, greif das andere Handgelenk und ziehe den Arm richtig aktiv zur Seite. Sehr gut. Komm in die Mitte zurück, stell die Füße mattenbreit auseinander, verschränke die Hände hinter den Rücken, schieb die Hüfte nach vorne, öffne dich und Ausatmung, beug die Knie ein wenig und komm nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Diesmal etwas breitbeiniger. Die Hände ziehen nach vorne an den Anfang der Matte, sodass wir gleichzeitig eine Schulterdehnung haben. Löse die Hände, zieh dich noch einmal tiefer. Einatmung, halber Weg. Ausatmung, bring die Hände auf die Matte. Die Zehen zeigen in die Mattenecken und dann setz dich hier so tief du kannst. Die Ellenbogen schieben die Knie auseinander und die Handflächen sind fest aneinander. Die Fersen müssen unbedingt auf der Matte bleiben. Wenn du nicht nach unten kommst, dann kannst du die Matte zum Beispiel klappen und deine Fersen abstellen. Oder einfach ein Stückchen höher kommen mit der Hüfte. Finde deine Variation. Der Rücken streckt dabei lang. Löse die Pose, komm ins Sitzen und platziere deine Fußinnenflächen aneinander. Sitze gerade, erlaube den Knien nach rechts und links zu fallen. Wir sind hier im Baddha Konasana, dem Schmetterling. Leg dich schließlich ab in den Supta Baddha Konasana, den liegenden Schmetterling. Achte darauf, dass du nicht im Hohlkreuz liegst und das Kinn leicht zur Brust nach unten ziehst. Finde eine entspannende Atmung. Platziere deine Hände dort, wo Beine und Hüfte sich berühren und übe ganz viel Druck aus. Schiebe deine Beine weg von dir. Gleichzeitig zieht die Scheitelkrone ganz lang nach oben. Nach all der Beugung und Streckung tut eine langgezogene Wirbelsäule besonders gut. Ausatmung, lass locker. Atme tief und entspannt. Nächste Einatmung, schieb die Beine wieder weg, die Scheitelkrone zieht nach oben. Ausatmung, locker lassen. Dann lass die Hände hier liegen, ganz locker. Genieße die Öffnung in der Hüfte. Und dann bring beide Knie zur Brust heran. Mach dich nochmal klein zu einem kleinen Ball. Wippe von der einen Seite zur anderen. Massiere den unteren Rücken. Dann leg dich hier ab und komm auf eine Seite. Ganz egal, ob rechts oder links, mach dich hier rund in der Fötushaltung. Diese Pose ist ebenfalls ganz angenehm, um den Rücken zu entlasten. Bleibe einen Augenblick hier. Spür, wie du dich jetzt fühlst, wie es deinem Rücken jetzt geht. Komme nun in deinem Tempo nach oben ins Sitzen. In den Schneidersitz. Scheitelkrone zieht nach oben, roll die Schulter nach hinten und unten. Einatmung, heb die Arme an. Ausatmung, dreh dich zur rechten Seite. Die Drehung kommt aus dem Bauchnabel. Der Arm ist hinten ganz nah bei deinem Rücken. Achte darauf, dass du deinen Nacken nicht überstreckst. Einatmung, komm in die Mitte. Ausatmung, dreh dich zur anderen Seite. Der linke Arm ganz nah am Rücken. Die rechte Hand zieht dich tiefer in die Dehnung hinein.
Einatmung, heb die Arme Richtung Himmel. Ausatmung, geh in den Buckel nochmal, umarm dich selber. Einatmung, öffne das Herz nach vorne. Ausatmung, schließe dich erneut, umarme dich, Kinn zur Brust heran. Mit der nächsten Einatmung heben wir die Hände hoch, bringen sie aneinander und vors Herz. Noch einmal ganz tiefe, intensive Einatmung. Ausatmung, Hände zwischen die Augen für positive Gedanken. An die Lippen für freundliche Worte. Und ans Herz für Liebe und Gesundheit. Namaste. Ich hoffe, dir und deinem Rücken geht es nun deutlich besser und dass du die Benefits der Asanas spürst. Schön, dass du mit dabei warst. Bis demnächst.